Hallo und herzlich willkommen bei Beyond Brezel Tabletop. In meinem heutigen Videolog rede ich ein kleines bisschen darüber, was denn eigentlich lebendige Regeln sind und was die für Vorteile haben und Nachteile und wie ich mir ein gutes, lebendiges Regelwerk vorstelle. Ja, was sind denn eigentlich lebendige Regeln? Ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil ja in letzter Zeit auch so ein bisschen diskutiert wurde darüber, über unfertige Regelwerke oder Regelwerke, die erst beim Kunden getestet werden, so die sogenannten Bananenprodukte, die reifen beim Kunden. Und in diesem Sinne, das kann man natürlich sehr negativ betrachten, das kann man so in gewisser Weise so der Kunde als Beta-Tester sozusagen sehen, aber man kann das Ganze natürlich auch eben, wie das die Firmen selber auch natürlich gerne machen, als lebendige Regelwerke bezeichnen. Lebendige Regelwerke sind im Prinzip Regeln, die nie ganz fertig sind. Das heißt, die Regeln werden einmal veröffentlicht und werden dann in regelmäßigen Abständen immer wieder neu angepasst. Und das ist meistens in Form von Online-Dokumenten, das heißt, die Regeln werden online zur Verfügung gestellt, aber es geht auch in anderen Formen, wie das zum Beispiel Games Workshop macht mit seinen Generals Handbooks bei Age of Sigmar und seinen Chapter Approved bei Warhammer 40k, dass eben in regelmäßigen Abständen ein Buch rauskommt, das die Regeln, die eigentlichen Kernregeln ergänzt und immer erweitert und auch eben Balancing-Anpassungen und sowas vornimmt. Das Ganze ist so ein bisschen, würde ich sagen, inspiriert von Computerspielen, gerade von kompetitiven Computerspielen, Multiplayer-Spielen, wo eben es Patchnotes gibt regelmäßig. Also wer zum Beispiel mal Dota gespielt hat oder StarCraft, weiß ganz genau, es gibt den Patch-Day, an dem alle ganz gespannt gucken, was sich Neues tut, in dem eben Helden oder Einheiten oder allgemein Mechaniken angepasst werden, um eben einerseits das Balancing nachzubessern und andererseits auch gerade bei kompetitiven Spielen sehr wichtig, das Meta so ein bisschen frisch zu halten. Was das bedeutet, das erkläre ich gleich noch ein bisschen mehr. Und eben genau diese Idee, diese Mechanik wurde jetzt schon von vielen Tabletop-Herstellern auch adaptiert. Da ein relativ aktuelles Beispiel ist Judgment, das ich ja ganz, ganz, ganz am Anfang von meinem Channel mal vorgestellt habe, die grundsätzlich schon rangegangen sind an dieses Thema mit sagen, okay, wir machen das so, wie MOBAs das machen, weil das System selber ja auch von MOBAs inspiriert ist und bringen regelmäßige Patchnotes raus. Das sind also wirklich auch tatsächlich Patchnotes, die eben sowohl die Helden als auch die Regeln immer wieder anpassen. Aber größere Tabletop-Hersteller machen das auch. Ich habe gerade Games Workshop erwähnt, aber gerade zum Beispiel Privateer Press mit War Machine Hordes ist da sehr weit vorne, auch mit regelmäßigen Updates, regelmäßigen Anpassungen, auch direkt in Kombination oder in Zusammenarbeit mit der Community, die da oft natürlich auch eine sehr große Rolle spielt, weil ein großer, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, großer Vorteil von lebenden Regelsystemen ist natürlich auch, dass man direkt Community-Feedback mit einbauen kann in die Weiterentwicklung der Regeln. Und ich will gar nicht großartig um den heißen Brei rumreden. Ich würde gerne anfangen mit den Vorteilen, die ein lebendiges Regelwerk hat. Es ist ja schon so ein bisschen angeklungen in der Beschreibung, was eigentlich ein Regelwerk ist oder warum es lebendige Regelwerke gibt. Aber das Thema Balancing ist natürlich immer ein sehr großes Thema, gerade bei uns auch im Tabletop-Bereich und auch natürlich auch, aber nicht nur im kompetitiven Bereich. Und ein großer Vorteil, den lebendige Regelwerke haben, ist, dass eben auf Lücken im Balancing oder bestimmte besonders mächtige und eben nicht so gedacht mächtige Listen oder Zusammenstellungen, Synergien und so weiter sehr schnell reagiert werden kann. Da muss nicht erst irgendwie eine neue Edition rauskommen oder eine neue Version von einem Codex oder Armeebuch oder irgendwas, sondern da wird dann halt das kurz online gestellt, es wird kurz ein Errata veröffentlicht, es wird kurz eine neue Version von der Einheitenkarte veröffentlicht und das Problem ist erledigt, zumindest wenn die Anpassung sinnvoll war. Genauso ist es natürlich auch mit Unklarheiten in den Regeln. Das war in der Vergangenheit immer ganz gern so ein bisschen ein Problem, wenn Regeln
Lücken hatten. Also wenn Formulierungen nicht ganz klar waren oder wenn eben eine Passage in den Regeln auf die eine oder andere Weise ausgelegt werden kann, dann kann das natürlich auch nicht nur zu Balancing-Problemen führen, wenn eben die Regel so genutzt wird, wie sie nicht gedacht war, sondern das kann natürlich auch zu Unstimmigkeiten beim Spielen selber führen. Also wenn dann Diskussionen ausbrechen, wie die Regel ausgelegt werden soll, und klar, es gibt bei den meisten Systemen diese Regel, ja, wenn ihr euch nicht einig seid, dann würfelt ein W6 und bei einer 4 oder höher hat der und der recht, bla bla. Aber letzten Endes, wir kennen das alle aus Spielen, da kann auch leider ganz gern mal böses Blut dann herrschen, wenn eben eine Regel auf eine Art und Weise ausgelegt wird und das dann wieder zu einem Vorteil für einen Spieler wird und so weiter. Also idealerweise sind Regeln immer so geschrieben, dass man ganz klar versteht, was damit gemeint ist, und solche Unklarheiten, die natürlich immer passieren können, es ist niemand perfekt, die werden dann entsprechend mit solchen Updates ausgebügelt. Und dann haben wir natürlich einen ganz großen Vorteil, natürlich auch für die Hersteller dieser Systeme, ist, dass sobald so ein Regelwerk öffentlich ist, also rausgeschickt wurde in die weite Welt, hat man eine verdammt große Truppe an Spieltestern. Und das kann man so und so sehen. Ich sehe es meistens eher als Vorteil, weil eben im tatsächlichen Spielbetrieb kommen dann doch oft Sachen auf und kommen auch oft Lücken, Themen, Balancing und so weiter auf, dass man eben mit einem relativ kleinen Kreis an professionellen Spieltestern, wenn man das hat, eben nicht man bekommen würde. Also die Art und Weise, wie Spieler dazu neigen, Regelwerke und Regeln und Mechaniken und Synergien auseinanderzunehmen, ist ja irgendwie ein Riesenvorteil in dem Fall, weil man genau sieht, okay, da ist Nachbesserungsbedarf, da haben sich so ein paar Turnierlisten rauskristallisiert, die so richtig diese alles dominieren. Also wenn irgendwie bei einem Turnier eine Fraktion irgendwie sämtliche Top-Positionen besetzt, dann ist das vielleicht ein Indikator, dass man sich die Regeln nochmal anschauen sollte oder dass man sich diese spezielle Fraktion vielleicht nochmal anschauen sollte oder vielleicht andere Fraktionen so mal ein bisschen hochbuffen und so. Also das kann natürlich sehr unterschiedliche Früchte tragen und auch sehr unterschiedliche Gestalt annehmen. Aber letzten Endes, wenn das gut gemacht ist, dann kann eben direktes Community-Feedback extrem wertvoll sein für ein Spielsystem und es natürlich auch langfristig lebendiger halten irgendwie, weil die Spieler irgendwie direkt involviert sind in das Ganze und natürlich auch ein Interesse daran haben, dass es dann irgendwie weitergeht. Und da kommt dann gleich auch noch ein weiterer Positivpunkt dazu, das ist eben das sogenannte Meta. Also das mag vielleicht nicht jedem ein Begriff sein. Das ist auch was, das sehr stark in den Computerspielen unterwegs ist, dieser Begriff. Aber mittlerweile beim Tabletop auch. Also gerade bei War Machine und sehr vielen kompetitiven Spielen ist das sehr, sehr, sehr starker Begriff. Das Meta ist im Prinzip beschreibt, was gerade so angesagt ist im kompetitiven Bereich. Also welche Listen sind besonders stark, welche Arten von Listen sind besonders stark. Also jetzt mal Beispiel War Machine, sind jetzt vielleicht gerade Listen sehr angesagt, die sehr stark auf Warjacks gehen mit viel Panzerung und sehr viel Durchschlagskraft oder sind eher Listen angesagt mit sehr, sehr viel Infanterie oder mit sehr, sehr viel Magie, oder spielen Leute eher auf Szenario, spielen Leute eher auf Caster Kill und sowas, und das gibt es natürlich bei anderen Tabletop-Systemen auch. Und eben auch bei Computerspielen gibt es das, wie eben sich Teams zusammenstellen, wie auf welche Zusammenstellung reagiert wird. Und das ist immer ein sehr spannender Element, finde ich, von kompetitiven Spielen, so ein bisschen das mitzuverfolgen, so was tut sich denn gerade? Und dann kommt mal wieder einer und mischt das Ganze total auf, weil er wieder eine super kreative neue Liste daherbringt. Aber es kann halt auch immer sein, dass ein Meta so ein bisschen stillsteht irgendwann. Wenn sich irgendwie so ein paar so Top-Listen rauskristallisiert haben und nachher letzten Endes eigentlich nur noch diese Top-Listen gespielt werden oder Listen, die quasi so ein direkter Konter sind für diese Top-Listen, dann bleibt ein Meta irgendwann stehen. Und dann wird es ein bisschen langweilig. Und das ist natürlich für niemanden gut. Also für die Spieler wird es dann irgendwann langweilig, weil sich die Spiele so mehr oder weniger von selbst spielen, weil wenn man eine Liste ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man, wie es läuft. Und für die Hersteller ist es natürlich auch nicht gut, weil dann verkaufen sich vielleicht eine ganz bestimmte Art von Figur ganz besonders gut und andere bleiben halt in den Regalen stehen, weil die im aktuellen Meta einfach nichts verloren haben. Und gerade für Spieler, die eher in die Breite gerne sammeln wollen, also die jetzt nicht irgendwelche Spam-Listen sich zusammenbauen wollen oder sowas, ist das natürlich auch nicht besonders toll, weil man will ja irgendwie doch, dass die Sachen, die man sich kauft, zumindest langfristig
irgendwie auch gut spielbar sind und nicht, man sich nicht ständig Gedanken machen muss, so, ha, ja, irgendwie, klar kann ich den jetzt aufs Feld bringen, aber irgendwie bringt's ja nichts. Eigentlich kann ich ja dann auch lieber diese andere Figur nehmen, die ich vielleicht nicht lieber mag, aber die halt stärker ist auf dem Feld. Also da hat man natürlich sehr viel davon, wenn es sich ein bisschen ändert mit der Zeit. Und gerade ein lebendes Regelwerk oder regelmäßige Regel-Updates und Balancing-Updates haben dann natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss. Wenn dann plötzlich eine bestimmte Einheit wieder einen ganz neuen Platz bekommt im Meta oder einfach eine neue Spielweise wieder gestärkt wird, dann wirbelt das diese ganze Szene ganz schön auf. Und das ist was, das kann ein Spiel eben langfristig mit Leben erfüllen, beziehungsweise dieses Spiel auch am Leben erhalten in der kompetitiven Szene und ist dementsprechend natürlich extrem wichtig für die Langlebigkeit. Aber da kommen wir dann auch gleich zu einem Negativpunkt von lebendigen Regelwerken. Und da würde ich auch gleich jetzt mal dazu übergehen, was denn eigentlich schlecht sein kann, wenn ein Regelwerk komplett oder wenn ein Spielsystem als lebendiges Regelwerk angelegt wird. Und zwar, gerade gehen wir mal von diesem Metasystem weg, beziehungsweise wir bleiben da, sorry. Wenn ein Meta sich sehr, sehr viel ändert, dann heißt das natürlich auch, dass man, wenn man im kompetitiven Bereich oben mit dabei bleiben will, sich regelmäßig die Sachen anschaffen muss, die gerade im Meta angesagt sind. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass andere Figuren, die man hat, wieder so ein bisschen nach unten fallen, weil ein perfektes Balancing, sowas gibt's nicht. Ja, das gibt's weder in Computerspielen noch im Tabletop wirklich ein Balancing, wo wirklich alles gleich gut ist. Das funktioniert nicht. Also rein theoretisch, als theoretisches Konzept vielleicht, aber ich glaube, dafür sind wir als Spieler zu kreativ, auch um Lücken auszunutzen oder eben um neue Kombinationen zu finden. Und aus einer spieldesignerischen Sicht glaube ich auch nicht, dass das wirklich machbar ist, sowas. Und letzten Endes bedeutet das aber halt, dass man, wenn jetzt gerade die neue In-Liste rauskommt, dann ist man da halt relativ schnell dabei, dass man sagt, ja, die Figuren fehlen mir noch und die Figuren fehlen mir noch für die Liste, die sollte ich vielleicht dann auch holen, oder ich bin halt dann eben gerade nicht mit top dabei im Meta. Das ist so ein bisschen situationsabhängig, aber letzten Endes muss man da immer ein bisschen schauen, was für einen selber okay ist. Habe ich ja schon öfters gesagt. Überlegt euch so ein bisschen, muss man bei jedem Meta-Trend, muss man da dabei sein, muss man immer ganz oben mitspielen. Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, was die persönlichen Interessen sind an dem Spiel. Also möchte man denn jetzt wirklich gern top-kompetitiv spielen oder reicht es mir, wenn ich einfach bloß ganz normal mit meinen Kumpels spiele? Dann ist mir vielleicht aber auch das Meta grundsätzlich ziemlich egal. Das ist sowas, da ist, glaube ich, jeder unterschiedlich und das ist auch völlig okay, wenn da jeder seine eigenen Interessen mitbringt. Aber auch für die unter uns, und da gehöre ich ja auch so ein bisschen dazu, die jetzt nicht top kompetitiv dabei sind, können lebendige Regelwerke auch so ein bisschen Negativaspekte mitbringen. Ein Negativaspekt ist, das ist so ein bisschen, liegt in der Natur der Sache, ist, dass Print-Regelwerke und Print-Karten, die man oft bei Einheiten dabei hat, ziemlich schnell an Aktualität verlieren. Und das ist sowas, das, naja, manchmal nervt mich das so ein bisschen, weil ich hatte das Thema bei sorry, also ich möchte jetzt nicht Games Workshop bashen oder sowas, es bietet sich einfach als Beispiel an, weil ich da direkt davon betroffen war, als ich mir die Grundbox für die 8. Edition gekauft habe, war total begeistert von dem neuen Trend, von den neuen Regeln und so weiter, und ich habe mir dann auch gleich diese Indexbücher gekauft von Games Workshop für die verschiedenen Fraktionen, damit ich alle meine Armeen auch tatsächlich gleich spielen kann. Fand ich auch eine tolle Sache, dass es das von vornherein gab. Und dann kamen halt innerhalb von ein paar Tagen die ersten Erratas schon raus. Und ruckzuck waren halt viele Punktwerte und viele, viele Unit-Stats und sowas und Sonderregeln waren halt plötzlich nicht mehr aktuell. Und das noch bevor die Codices rausgekommen sind. Weil klar, die ändern nochmal vieles. Das war ja auch bekannt. Das war auch von vornherein angekündigt. Aber diese Bücher, die ich da jetzt habe, ja, die sind jetzt halt, die stehen jetzt halt in meinem Regal. Die haben jetzt eigentlich nicht mehr wirklich einen Wert, weil es steht jetzt auch nicht wirklich Fluff drin, sondern die sind einfach bloß da. Ja? Und selbst halt bei Sachen, die von denen es noch keine Codices gibt,
sind die halt stellenweise nicht mehr aktuell und da muss man dann halt sehr aufpassen. Also entweder muss man dann anfangen, in seinen Büchern rumzukritzeln oder Zettel reinzukleben und so, und da bin ich ehrlich gesagt kein so großer Fan davon, weil wenn die Bücher ja was haben, dann, dass sie eben auch eine gewisse Ästhetik haben, dass sie schön sind, und da möchte ich jetzt nicht mit einem Stift drin rummalen oder Zettel reinkleben. Und bei Karten ist es eben ähnlich, da kann man natürlich auch auf den Karten anfangen rumzuschreiben, aber das wird dann halt auch schnell unübersichtlich. Und das ist halt sowas da, ja, also ich bin mittlerweile davon abgekommen, mir Print-Regelwerke zu kaufen von Systemen, wo ich weiß, dass der regelmäßig geupdatet wird. Und die meisten Systeme sind ja mittlerweile auch dazu übergegangen, dass man eben die Regeln kostenlos sich beziehen kann, dass man auch die Einheitenkarten kostenlos sich runterladen kann, auch immer die aktuellsten. Und das ist mittlerweile meine Go-To-Lösung für solche Sachen. Aber das hat auch so ein bisschen wieder Nachteile, weil klar, also gerade jetzt das Thema, ich hatte es ja bei Wild West Exodus, da bin ich halt relativ frisch in das System eingestiegen und hatte aber so ein bisschen so Unterbrechungen. Also von dem Zeitpunkt, wo ich Interesse hatte an dem System, wo ich mir die ersten Figuren gekauft habe, bis zu dem Punkt, wo ich das erste Spiel gespielt habe, sind einige, ja, sogar Monate vergangen. Und wir kennen das alle so ein bisschen, das kann schon mal sein, je nachdem, wie lange man zum Bemalen braucht oder wie lange man braucht, um Leute dafür zu gewinnen oder Leute zu finden, mit denen man das spielen kann und so weiter. Also da könnte doch schon einiges an Zeit ins Land gehen. Und da war ja dann wirklich konkretes Problem, dass ich mir irgendwann halt mal die Regeln runtergeladen hatte, die es ja kostenlos gibt, und auch teilweise von den Einheitenkarten mir runtergeladen hatte, beziehungsweise noch aus der Grundbox Einheitenkarten hatte, die ausgedruckt waren, also die richtig schön so als auf Pappe halt, und dann beim Spielen feststellen musste, so irgendwie gibt es da so ein paar Diskrepanzen irgendwie, also zwischen den Karten, was auf den Karten steht und was in den Regeln steht, und dann hatte noch der Thorsten sein gedrucktes Regelbuch, da stand dann nochmal was ganz anderes drin, und ich war erstmal total verwirrt, und letzten Endes hat sich halt herausgestellt, dass ich halt von verschiedenen Zeitpunkten diese Regelwerke und diese Karten bezogen hatte, und seitdem hatte sich halt mega viel getan, und es hat sich Gutes getan, ja, also die Updates, die gekommen sind in der Zeit, waren allesamt extrem sinnvoll und haben die Regeln vereinfacht, haben die Übersichtlichkeit vereinfacht und so weiter, aber wenn man eben nicht regelmäßig da reinguckt und sich informiert, was sich getan hat an den Regeln, dann kann man ziemlich schnell halt ziemlich ins Hintertreffen geraten, und das kann natürlich dann auch Probleme ergeben, wenn eben beide Spieler unterschiedliche Levels von den Regeln haben. Also wenn ich noch quasi das alte Regelwerk benutze und mein Gegner benutzt schon das neue Regelwerk, und dann sitzt man plötzlich da und sagt, Moment, ich dachte, ich kann jetzt das und das machen. Und er sagt, nee, das kannst du nicht machen, weil bei mir steht, das kann man nicht machen. Und ich sage, bei mir ging das noch. Und das sind dann halt so Sachen, das, klar, das hat man dann relativ schnell aus der Welt geschafft, aber auch das, man will halt beim Spielen nicht diskutieren. Und die, ja, man muss halt dann immer so ein bisschen schauen, dass man, wenn man so ein System anfängt, dass man nochmal reinschaut, okay, was ist denn jetzt der aktuellste Stand der Regeln? Auch zum Beispiel bei Eden war das bei mir so, dass ich erstmal gucken musste, okay, ich habe jetzt hier in meinem Paket, sind ganz viele Karten dabei, aber sind die überhaupt noch aktuell? Und da ist dann halt immer so ein bisschen Arbeit noch mit verbunden, und viele Leute machen das gerne, also viele Leute schauen sich gerne an, okay, was hat sich denn getan in dem System, und viele haben da auch kein Problem damit, sich dann die Karten neu auszudrucken, aber man muss halt auch bedenken, da ist dann auch ein bisschen Arbeit mit verbunden. Also ich habe mir jetzt vor kurzem ein Laminiergerät gekauft, wo ich dann neue Karten mir dann ausdruck und laminiere, aber da ist dann halt immer auch ein bisschen Aufwand wieder mit verbunden, und gerade wenn man einfach jetzt mal spielen will und das Spiel eine längere Zeit nicht gespielt hat, dann ist es halt immer ein bisschen doof, wenn man dann sagt, okay, ich hätte mal wieder voll Bock auf Wild West Exodus. Ja? Aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, spielen wir heute Abend einfach eine Runde Wild West Exodus, sondern ich muss dann eher hingehen und sagen, okay, ich gucke mal kurz online, was sich getan hat. Da ein neues Regelwerk ist rausgekommen, dann muss ich mal gucken, was sich da geändert hat. Hoffentlich stehen da irgendwelche Patchnotes dabei. Und welche Einheiten haben sich denn geändert? Dann muss ich dann vielleicht neue Karten ausdrucken und die eventuell noch einlaminieren, dass ich dann mit denen auch anständig spielen kann. Und das wird halt ziemlich, ja, also man muss immer so ein bisschen vorplanen. Das ist nicht so ganz ideal.
Das ist so ein super spezifisches Problem, was ich habe, weil ich so viele Systeme gleichzeitig spiele und auch immer wieder hin und her springe. Für die meisten von euch wird das nicht relevant sein, wenn ihr vor allem ein oder zwei Systeme spielt. Aber das ist so eine persönliche Sache, die mir dann immer mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen sauer aufstößt. Aber da muss ich dann auch wieder mit leben, weil nach wie vor finde ich für mich die positiven Aspekte dann doch auch überwiegen dauerhaft. Und generell kommen dann natürlich auch noch so ein paar andere Negativpunkte dazu, die aber ich jetzt gar nicht so unbedingt nur auf lebendige Regelwerke fokussieren würde. Gerade dieses Thema Community Feedback finde ich nach wie vor eine richtig tolle Sache, wenn eben ein reger Austausch und auch so ein gewisser Respekt auch herrscht zwischen den Spieldesignern und denen, die diese Spiele spielen, dass da immer mal wieder Feedback kommt und dass basierend auf diesem Feedback Sachen angepasst werden. Aber ich finde, da muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Auch hier Thema Computerspiele, wo das ja noch viel weiter ausgeprägter ist, dass die lautesten Stimmen natürlich nicht immer die sind, die Recht haben. Weil man spricht da ja ganz gern von der lauten Minderheit. Und das gab es in der Vergangenheit öfters mal, gerade zum Beispiel auch bei War Machine, dass halt eben Leute sich sehr lautstark beschwert haben über irgendwelche wahrgenommenen Missstände in ihrer eigenen Fraktion. Aber man neigt da natürlich auch dann gerne dazu, so ein bisschen seine eigene Fraktion, die man gerne spielt, als eine von den Top-Fraktionen sehen zu wollen und es dann auch so ein bisschen vielleicht zu übertreiben. Oder man sieht es auch ganz gerne bei Regelsystemen, wo eben Leute komplett selber Regeln beisteuern, also so Community-betriebene Regelsysteme, dass da schon ganz gern mal ein bisschen aufpassen muss, dass eben nicht eine Fraktion zu stark wird, weil halt die Leute, die jeweilige Fraktion schreiben, halt totale Fans sind von der Fraktion natürlich und die natürlich auch mächtig sehen wollen und vielleicht nicht unbedingt immer auch mit bedenken, dass natürlich im großen Ganzen alles ausgeglichen sein sollte. Das ist jetzt kein, also das soll jetzt keine Unterstellung sein, dass alle dazu neigen, so ja, ich möchte immer meins am mächtigsten haben, sondern grundsätzlich ist es halt was, wo man ein bisschen aufpassen muss und wo da sinnvollerweise auch ein gutes Mittelmaß da ist zwischen eben professionellen Spieltestern und den Spieldesignern und dem Community-Feedback, dass dann eben, wenn alles zusammenkommt, dann eben das Ideal an Balancing und Spielspaß auch so ein bisschen zusammenbringt. Ja, und das waren eigentlich schon meine persönlichen Vor- und Nachteile an diesem Ganzen. Wenn ihr da dazu eigene Punkte noch beisteuern wollt, dann macht es sehr, sehr gern im Kommentarbereich. Ich wollte nur noch kurz noch drauf eingehen, dieses Thema, was für mich denn so das ideale lebendige Regelwerk ist. Und auch hier ist wieder so ein bisschen der Punkt, das ist für mich persönlich das, was ich sehr zu schätzen weiß an solchen Regelwerken und was ich mir wünsche bei der Art von Herangehensweise an Spieldesign. Das muss nicht für euch genauso sein, also auch da könnt ihr euch gern dazu äußern. Aber ich habe mir da so ein paar Punkte notiert, die für mich einfach dazu beitragen, dass das auch funktioniert, diese eigentlich meiner Meinung nach gute Idee, dass die auch sinnvoll umgesetzt werden kann. Und zuallererst finde ich, einer der wichtigsten Punkte ist, der auch in den allermeisten Fällen mittlerweile umgesetzt wird, die freie Verfügbarkeit dieser Regeln. Also wenn man ein lebendiges Regelwerk macht, dann möchte ich gerne, dass die Regeln selbst oder zumindest die Updates, die zu diesen Regeln veröffentlicht werden, frei verfügbar sind. Für mich grundsätzlich ein gutes, lebendiges Regelwerk und für mich das ideal lebendige Regelwerk hat eine App, wo das Ganze verarbeitet werden kann. Und auch das ist was, das nicht jeder mag. Ich persönlich bin ein Riesenfan geworden über die Zeit von so unterstützenden Apps. Wiese hat zum Beispiel Privateer Press mit War Room, wo man eben einmal für alle Karten, die es gibt im Spiel, Geld zahlen kann und dann hat man die alle und dann werden auch alle, die neu hinzugefügt werden, werden direkt in der App angezeigt. Man bekommt immer, wenn die Regeln geupdatet werden, werden die sofort alle Karten in dieser App aktualisiert mit Patch Notes und seit neuestem hat Weird Games bei Malifaux hat auch eine eigene App. Bad Things Happen heißt die und auch kleinere Systeme wie zum Beispiel Judgment haben eine App, da ist sogar alles kostenlos. Also ich habe da sogar gar nicht den Anspruch, dass diese App kostenlos sein muss, aber
als Unterstützung für dieses lebendige Regelwerk finde ich das eine sehr, sehr coole Sache, wenn man eben einfach bloß auf seine App gucken muss und sagen so, oh, okay, da hat sich was geändert, da schaue ich mal kurz, ah, alles klar, wunderbar, dann bin ich da wieder auf dem neuesten Stand und ich weiß immer, okay, solange ich diese App habe, bin ich immer auf dem neuesten Stand, was die Regeln angeht. Das heißt, ich muss nicht in diese Eigenleistung gehen und jedes Mal online schauen, okay, hat sich irgendwas geändert, sondern ich kann direkt einfach immer bloß, solange ich mit dieser App spiele, weiß ich, ich bin auf dem neuesten Stand. Und wie gesagt, das mag nicht jeder. Ich weiß, viele spielen gerne mit ihren Karten und haben gerne ausgedruckte Regelwerke und so weiter. Das ist was, da muss auch wieder sich jeder selber dazu überlegen, ob man das okay findet. Aber ich persönlich bin da ein großer Fan davon und unterstütze es auch immer gern. Ich warte auch nach wie vor auf eine richtig gute App von Games Workshop für Warhammer 40k. Das fehlt mir leider momentan noch so ein bisschen. Aber ansonsten gibt es ja sowas wie Battlescribe. Muss man halt auch sagen, wenn man so eine gute Option hat, dann nutzt man die halt auch einfach. Gerade zum Thema immer auf dem neuesten Stand sein, was die Regeln angeht, was ich mir da auch immer sehr, sehr wünsche oder sehr, sehr zu schätzen weiß, ist, wenn es einen regelmäßigen Release-Schedule gibt. Also wenn man weiß, okay, ich kann davon ausgehen, dass einmal im Monat, vielleicht sogar zu einem festen Zeitpunkt im Monat oder einmal alle 2 Monate oder sowas, diese Regel-Updates kommen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass ich mal verpasse, wenn eben solche Aktualisierungen kommen. Wenn ich weiß, okay, alle 2 Monate kommt ein Regel-Update. Das heißt, ich habe das letzte Mal vor 2 Monaten gespielt, dann sollte ich vielleicht mal gucken, ob da ein Update gekommen ist. Dann weiß man einfach, alles klar, da verpasse ich nichts. Und dazu, also zu dem Thema gehört eigentlich auch das Thema Kommunikation. Also wenn solche Änderungen kommen, dann möchte ich gerne wissen, welche das sind. Ja, also es bringt mir relativ wenig, wenn ein Regelwerk neu hochgeladen wird und Ich weiß, okay, das ist die neueste Version, aber ich habe keine Ahnung, was sich daran geändert hat. Und klar, also das machen wirklich auch wieder die allermeisten Tabletop-Hersteller, dass sie dann entsprechend immer noch ein Extra-Dokument hinzufügen oder es vielleicht sogar, was ich sehr, sehr schön finde, am Anfang vom Regelwerk so eine kleine Timeline hinzufügen, wo sie sagen, okay, hier hat sich was geändert, vielleicht sogar mit der Seitenzahl, das finde ich ganz toll. Und hier hat sich was angepasst, hier hat sich was angepasst. Oder wenn man die Karten runterlädt, dass man sagt, okay, wir haben hier so eine Version-History, davor beim Download, wo man sehen kann, okay, muss ich diese Karte überhaupt neu runterladen? Hat sich da überhaupt was geändert? Das sind so Sachen da, das sind einfach Bequemlichkeitsgeschichten. Ja, das ist nicht Pflicht oder so, aber das hilft enorm weiter, das Ganze irgendwie ja ein bisschen weniger mühselig zu machen. Und das weiß ich, wie gesagt, immer zu schätzen. Und dann bin ich auch glücklich mit meinem lebendigen Regelsystem, weil ich einfach immer weiß, okay, ich bin auf dem neuesten Stand. Und zuletzt, und das gehört da auch so ein bisschen dazu, zu dem, was ich eben genannt habe, dieses Thema Transparenz im Designprozess. Das finde ich grundsätzlich immer eine sehr, sehr spannende Sache, weil ich mich halt sehr auch persönlich für Game Design interessiere. Aber wenn man so ein bisschen auch, wenn sich Sachen ändern, weiß, warum sie sich ändern. Also wir kennen das vielleicht auch von Computerspielen, wenn man so Patch Notes hat, wo dann einfach steht, ja, Held Y macht jetzt 0,25% mehr Schaden und seine Abklingzeit für die und die Fähigkeit ist 3 Sekunden länger oder so, ja. Und dann denkt man so, ja, okay, aber warum? Und ich glaube, da tun Spieldesigner auch gut dran, einfach mal wirklich das so ein bisschen dazu zu schreiben, was sich warum geändert hat. Also wir haben wahrgenommen, dass dieser halt so und so oft gespielt wurde oder dass er in der Kombination sehr, sehr mächtig ist und lasse sich und das interagiert mit der und der Fähigkeit, deswegen haben wir das leicht angepasst und so weiter, weil man sieht einfach dadurch, dass sich auch die Designer damit aktiv auseinandersetzen und nicht so, ja, sagen wir es mal, Placebo-Änderungen vornehmen, die so gefühlte Buffs, die eigentlich keine Buffs sind, weil sie eigentlich keine Auswirkungen haben. So, die Einheit kostet jetzt 1 Punkt mehr, aber das bedeutet, dass ich letzten Endes, ja, ich habe halt 1 Punkt mehr in meiner Listenbau-Dings oder 1 Punkt weniger in meinem Listenbau-Ding. Das spielt eigentlich keine Rolle, ja. Und wenn man da weiß, okay, die haben sich ja konkret was dabei gedacht, dann hat man natürlich auch ein bisschen besseres Gefühl dabei und kann es vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, was da passiert ist. Und das kann auf ganz unterschiedliche Arten passieren, also entweder direkt bei diesen Patchnotes oder bei den Erratas oder dass man zum Beispiel sowas wie einen Designblock hat. Das hat zum Beispiel Privateer Press öfters mal so Designer-Kommentare.
Oder halt, also das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Grundsätzlich Transparenz, Kommunikation ist einfach was, das sehr wichtig ist, einfach damit man das Gefühl hat, man ist auch so ein bisschen ernst genommen als Spieler und man ist auch ein bisschen in diesen Prozess involviert. Weil ohne Spieler gibt es halt irgendwie kein Spiel. Ja, und das waren meine Gedanken zum Thema lebendiges Regelwerk. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt da auch eure eigene Meinung dazu, die ihr mir gerne mitteilen dürft im Kommentarbereich. Da freue ich mich sehr darüber. Ich diskutiere auch sehr gern mit euch da weiter zu im Kommentarbereich. Wenn ihr eigene Themen habt, die ihr gerne mal besprochen haben wollt, dann sagt es gerne direkt auch im Kommentarbereich oder schreibt mir auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram. Da kann man mir überall schreiben. Ich bin überall erreichbar. Ich antworte überall. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut euch auf jeden Fall auch mein letztes Video, was ich gestern veröffentlicht habe, an. Mein Unboxing von A Song of Ice and Fire, dem Tabletop-Spiel, weil da könnt ihr nämlich diesen eisernen Thron hier gewinnen, den mein Kumpel der Patrick freundlicherweise gespendet hat. Ihr müsst euch nur das Video anschauen und dann habt ihr eine Chance, das zu gewinnen. Ich werde die Gewinner beim nächsten Videolog in genau einer Woche, also Mittwoch von heute, wo dieses Video erschienen ist, bekannt geben. Aber diejenigen, die gewonnen haben, werden auch nochmal direkt von mir benachrichtigt, entweder bei YouTube in ihrem Kommentar oder eben auf anderem Wege. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Es soll jetzt ein bisschen kühler werden, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und wir sehen uns am Freitag wieder bei meinem nächsten Spielbericht. Wenn ihr viel Spaß hattet beim Zuschauen, dann drückt das bitte aus, indem ihr das Video liked und platziert, wie gesagt, einen Kommentar beim Video. Sagt weiter, dass es den Channel gibt, das hilft mir am allermeisten. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir sehen uns bald wieder. Ciao!